Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, dann wollen wir jetzt mal, naja, den Pferden ein wenig schaden. So, Kräuterhexe ist da oben. Entweder helfen oder schaden. Ich würde mich hier aber eher nochmal ein bisschen umschauen und gucken, ob noch der eine oder andere noch was zu sagen hat für mich. Stehlen, stehlen. Wir könnten natürlich auch mit einem Hauptmann reden, bloß, na, heißt es so, wir verpetzen ihn oder, Wie geht es dir, Heinrich? Ah, ganz gut. Krämer. Achso, mit dem Krämer können wir noch nicht mal reden. Können wir ja mal kurz aufmachen. Hallöchen. Ja. Scheint kein zu stören hier. So, Herr Divisch ist auch nicht da. Kann jetzt nochmal eine Etage höher. Hallo? Ah, schon am Schlafen. Okay, gucken wir hier nochmal rein. Auch niemand. Ah, Herr Divisch. Am Beten und... ansonsten nichts. Gut, das heißt, wir könnten das jetzt mit den Pferden. Ich werde jetzt vorher nochmal speichern. Das heißt, ja, wir speichern jetzt permanent heute. Das ist der Wahnsinn. So. Einmal speichern. Schönen Tag. Okay. Trophäen abgeben. Ich habe eine Nachricht von Herrn Ratzig. Er möchte in den kommenden Tagen rund um Scarlets Patrouillen aussenden. Was? Wieso? Ich weiß nur, dass angeblich Vorräte für den Feind in die Region gebracht werden sollen. Verstehe. Das ist schlecht. Ich brauche die Männer anderswo. Wo? Gab es etwa schon wieder Ärger? Nein. Herr Divisch schickt Geld zum Steinbruch, um die Arbeiter zu bezahlen. Mit der ganzen Garnison? Erwartest du einen Überfall? Wäre es nicht wichtiger, die Leute vor den Kumanen zu schützen? Vielleicht kommt die Eskorte mit weniger Männern aus. Okay. Weniger Wachen haben wir auch geschafft. Das fällt nachher so auf uns zurück. Gut, gehen wir noch zum Kräuterweiber. Ja. Bevor wir jetzt los tiggeln. Können wir ja eigentlich quer Feld einreiten. Irgendwie. Es, ja, wie gesagt, es, mir persönlich passt es halt nicht. Das ist das Problem. Mir persönlich passt es halt nicht. Aber gut, wir haben uns so entschieden. Das heißt, jetzt hör auf zu jammern, lieber Turtle, ne? Auf zum Kräuter-Vibe. Du willst doch deinen Freunden helfen. So. Hallöchen. Bin mal wieder da. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Du weißt nicht zufällig etwas über Kolik bei Pferden. Doch, natürlich. Wer pflegt die Tiere? Der Thalmberger Stallbursche kümmert sich um sie. Dieser Rotzlöffel. Für den rühre ich keinen Finger. Eher würde ich die Viecher vergiften. Gift, sagst du? Kennst du denn ein Mittel, wovon die Pferde eine Zeit lang richtig krank werden würden? Nichts, das sie umbringen würde. Es soll dem Stallburschen bloß ein paar schlaflose Nächte bereiten. Ha, das hätte ich nicht von dir gedacht. Natürlich kenne ich ein solches Mittel. Gewöhnliches Gift. Nur muss man es vorsichtig dosieren. Danke. Gewöhnliches Gift. Dann viel Glück. Aha. Ja.
Beschaffe Gift, um den Pferden zu schaden. Gut, denn wollen wir mal. Und zwar brauchen wir Gift, oh. Gegenmittel, Schützentrunk, Trank des Verderbens, Trank des Baden. Nein, auch nicht. Auch nicht. Anschreitrank, Retterschnaps, Ringelblumenaufguss, Lazarus, Schnaps, Elixier des Eschops, Salbe, Liebestrank, Heilmittel. Sag mal, wo war denn das Gift hier? Puppenmachtrank. Ah, Gift. Wir brauchen zweimal Einbeere und einmal Distel. Zweimal Einbeere und einmal Distel. Das hat sie nicht zufällig hier. Ah, Fliegenpilz hat sie hier. Einbeere, ja, wir haben hier Johanniskraut. Brennnessel. Ein Köter haben wir noch. Johanniskraut. Brennnessel. Hat die zufällig das sowas im Handel? Möge Gott über dich wachen. Gut, sie hat sogar Gift im Handel. Das wäre nicht so schlimm. Kamelensud? Aha. Okay, kann zusammen mit... Liebestrank hatten wir ja auch noch nicht gemacht. Achso, das ist ja Charisma. Das sind die ganzen Rezepte für Gift, Salbe, Trank des Vergehrten. Naja, wir hätten hier eigentlich alles, aber ich kaufe jetzt gleich direkt das Gift, anstatt das jetzt selbst zu machen. So. Ich habe Gift bekommen. Und dann geben wir Gift den Pferden. In langsamer Dosierung auch noch. Und ich muss unbedingt gucken, dass ich unbedingt was zu essen kriege hier. Können wir mal bei Thalmberg hier mal schauen. Das wird so ein Ärger geben. So, warten, unten war die Küche, unten war die Küche. Möchte doch nur was zu essen haben hier. So, ist noch offen. Machen wir hier auch nochmal auf. Aus dem Topf essen. Hat auf 79 gereicht. Das reicht erstmal. So, Dorfbewohner, wo ist denn jetzt der Stallbursche? Ich sehe den Stallburschen nirgendwo. Gott sei Dank. Da ist er. Ich habe etwas für die Pferde. Wirklich? Gib ihnen das. Das wird sicher helfen. Ich hoffe, es ist nicht von dieser Vettel im Wald. Ach, was soll's. Danke, Heinrich. Hier hast du etwas für die Mühe. Mach's gut. Dafür haben wir sogar Alchemie gekriegt. Ah, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja. So ein mega schlechtes Gewissen. So, ich muss ja noch die Fackel rausnehmen. Jetzt müssen wir einmal zum Steinbruch. Zu den Zweien, weil wir wissen jetzt, wann es stattfindet. Wir wissen jetzt, wo es stattfindet, wie viel... Vielleicht können wir sie noch zum Rückzug betreiben. Dann würde das Ganze vielleicht nicht so schlimm ausenden. Und ich habe schon wieder einen Nachtreiter-Modus hier. Und reite hier schon völlig falsch. Und gleich falle ich den Strem runter, bestimmt. Oh. Aha. Löwenzahn. Nehmen wir mit. Dafür gibt es auch nochmal Kräuterkunde. Hey,
Was ist denn mit dir passiert? Wie könnte ich dafür sorgen, dass möglichst wenige Wachen den Geldtransport begleiten? Ganz einfach. Mach Radau. Radau? Radau. Rabatz. Krawall. Du könntest einem in Tallenberg eins auf die Fresse geben, eine Schlägerei anzetteln oder klau was Wertvolles. Und das soll helfen? Sicher, die Leute werden beunruhigt sein und nach mehr Wachen in der Stadt verlangen. Vertrau mir, in 9 von 10 Fällen ist eine Faust ins Gesicht die beste Lösung. Danke. Gern geschehen. Es gibt sicher noch andere Wege, aber mehr fällt mir im Moment nicht ein. Alles Gute. Gut, das mit Andreas, das lassen wir jetzt erstmal. Aber... Ach, er ist nebenan. Herrje, was hast du getrieben? Nee, ich hatte noch keine Zeit, ne? Hier bin ich. Gut, weißt du, wann sie kommen? Ja, weiß ich. In 5 Tagen. Sie sollten mittags eintreffen. Wir haben noch Zeit. Und weißt du auch, wie viele Wachen dabei sind? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe dafür gesorgt, dass weniger kommen als geplant. Gute Arbeit. Glaubst du, es lohnt sich, noch mehr herauszufinden? Mal sehen. Aber haltet euch bereit. Und wie soll ich das anstellen? Was denn? Okay, also das hatten wir ja schon. Ich mache mich gleich an die Arbeit. In der Zwischenzeit sehen wir uns den Steinbruch an. Du findest uns dort. Ich habe euch schon hier gefunden. Habt ihr etwas herausgefunden? Nicht viel. Aber das heißt nicht, dass wir untätig waren, während du in Tallenberg herumgeschlendert bist. Ich musste mich im Wirtshaus umhören. Das nennt man ermitteln. Ja, genau. Zwischen Schnaps und Bierfässern. Der Vormann ist ein Sklaventreiber. Er wird ihnen keine Pause gönnen, selbst wenn das Geld eintrifft. Wenn es wirklich gegen Mittag ankommt, wird er es irgendwo verstauen und von den Tallenberger Wachen sichern lassen. Vermutlich in der Hütte am Rande des Steinbruchs. Ich bezweifle, dass sich alle Wachen die Beine in den Bauch stehen wollen. Wenn wir Glück haben, hauen ein paar nach einer Weile ab. Klingt einleuchtend. Also, wie gehen wir vor? Wir müssen Geduld haben und dürfen nicht die Nerven verlieren, wenn das Silber nahe ist. Im richtigen Moment schlagen wir zu. Entweder überlisten wir sie oder wir nehmen uns das Geld mit Gewalt. Nun gut, dann warten wir jetzt, bis sie eintreffen. Wartest du zusammen mit uns? Ja. Ja, das ist wohl das Beste. Willkommen, Heinrich. Warten bis zum Ankunft der Soldaten. Das heißt, wir warten jetzt 5 Tage. Dass denen nicht langweilig wird. Der rattert jetzt hier wirklich 5-mal durch, ja? Okay, mich soll's nicht stören. Ich mach's mir hier bequem und warte ebenfalls. Ihr macht es euch auch bequem und wartet ebenfalls, bis wir alle gewartet haben. 5 ganze Tage warten. In der Zeit hätten wir, ne, Rehe jagen können, Kumanen abschlachten, Banditen vermöbeln, ja, nochmal was zu richten bestimmt. Noch irgendwelche anderen Aufgaben. Müller-Questen will ich unbedingt noch machen. Müller-Questen. Also da gibt es ja auch noch mal Aufträge von den anderen Müllern. Die will ich unbedingt machen, weil unsere Heimlichkeit muss auch besser werden. Also Redekunst ist ja mittlerweile schon langsam okay. Noch nicht göttlich, aber okay. Aber... Heinrich, schön, dass du da bist. Geht es schon los?
Nee, das ist das nächste Turnier, oder? Jetzt habe ich nämlich nicht mitgezählt, wie viele Umdrehungen das waren. So, falls nochmal was schief geht, einmal speichern. Herrje, was hast du getrieben? Ah nee, das ist schon fehlgeschlagen, okay. Sie sind hier. Legen wir los. Wie gehen wir die Sache an? Ich hätte da eine Idee. Ihr beide seid so unauffällig wie eine Herde tobender Wildschweine. Aber ihr könntet sie bestimmt gut ablenken. Wie? Geht euch einfach da, wo jeder euch hören kann, gegenseitig an die Gurgel. Die Wachen werden hoffentlich nachsehen, wer so ein Radau macht. Wir? Das kauft uns keiner ab. Ach nein? Ihr seid doch ständig am Zanken. Ihr müsst nicht einmal so tun, als ob. Wenn du darauf bestehst. Fritz und ich werden uns ganz in der Nähe prügeln. Hoffentlich bekommt es jemand mit. Alles Gute. Galgenbrüber fehlgeschlagen, das geht jetzt hier alle durch hier, oder was? So, das heißt, wir müssen jetzt da drüben den Lohn stehlen. Ja gut, hier geht's jetzt direkt eiskalt runter. So müssen wir erst nur selber gucken, dass wir da runterkommen. Ohne, dass wir jetzt irgendwie halb uns aufs Maul packen. Na, das könnte schon eher klappen hier. Und wieso bin ich so überfressen? Wieso habe ich eine Sattheit von 120? Ich habe doch nur einen Ringelblumen. Okay. Das ist eigentlich Heimlichkeit an der Tagesordnung. Ah, okay. Das heißt, da dürfen wir nicht wirklich rein. Ab hier ist wieder Verbot. Hier ist auch noch verbotene Zone. Ich will doch hier nur kurz durchhuschen. Denn ich habe noch keine Ahnung, wo die alle sind. Okay, und wo das Geld jetzt auch direkt versteckt ist. Sei jetzt hier richtig, ne? Näher ranscrollen kann ich jetzt auch nicht. Mhm. Was oh. Ist hier los? Oh, 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 oh. Wer ist da? Niemand. Den habe ich viel zu spät gesehen. Verdammt mich eins. Runter hier. In den See. In den See, ja. In den Fluss. Okay. Wie machen wir das jetzt am ehesten oder am besten? Wir müssen ja da vorne irgendwie durchdüschen. Die sorgen gerade für die Ablenkung. Was ist verkehrt? Was zum Waschen? Dieb! Kommt her! Rasch! Vorsicht, ein Dieb! Ich hab doch noch nicht gestohlen, Mensch. Ich hab doch nur geöffnet. Das war sogar noch das Verkehrte. Die haben mich gesehen, oder? Die haben mich sowas gesehen. Die holen jetzt gerade die Wachen und die beiden prügeln sich da immer noch. Hä?
soll denn die blöde Kiste sein? Hey du! Was ist das denn? Rühr dich nicht von der Stelle! Du! Bleib sofort stehen! Ja? Ergib dich! Du bist ein Verbrecher! Du wurdest beim Stehlen erwischt. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Okay, wir müssen uns 60 Zeilen hier, ja, bitteschön. Das kann ich schon tun. Bitte sehr. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Und da ich dir so vertraue wie einem Dieb. Ja, ja, dann nimm und sonst ist nichts passiert. Was ist denn jetzt mit den beiden? Prügeln die sich da vorne immer noch? Ich glaube nicht, ne? Mein Problem ist, ich weiß halt nicht, wo es ist. Kommt die nächste Wache? Kann halt überall sein. So, hier. Nein, falsche Kiste. Muss ja eigentlich auch eine schwierigere Kiste sein eigentlich, oder? Da liegt noch jemand drinne. Na, Köter hilft mir ja jetzt mega. Auch nicht. Dass sie mich als scheppernder Klops hier nicht sehen hier. Was ist das? War ein bisschen zu früh und zu voreifrig. Hallo, Heinrich. Jetzt habt ihr euch gekloppt und das hat nicht geklappt, ne? Hey, was ist denn mit dir passiert? Okay. Wir können sie nicht nochmal hinschicken, ne? Herrje, was hast du getrieben? Nö. Gott sei mit dir. Wir können sie immer noch nicht weiter hinschicken. Jetzt wird es auch immer heller. Es wird somit auch immer schwieriger. Ah. Wer ist da? Kann ich mit der Wache vielleicht reden? Nee. Die dreht hier auch immer dieselben Pfade. Und ich weiß nicht, was der Hund jetzt da hat. Na? Ja, du hast noch ein Nest gefunden. Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Wer ist da? Erstmal brüllen, wer ist da? Und dann nicht nachgucken kommen. Oder was? Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger. Ich muss da irgendwo, muss das doch zwischen sein. War doch jetzt in den Häusern drinne. Ja, mittlerweile sind die alle wach. Muss irgendwo. Hey! Hey, und umdrehen. Okay. Hey, sag, hier sind ja Wachen und alles. Ist ja alles richtig, aber welche Kiste ist es mit dem Silber? Vor allen Dingen, wo soll die denn sein? Wir können uns jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend schleichen.
aber... Ja, die sind noch am Essen. Hey, wer ist da? Keiner. Wachen sind halt irgendwie... Das Schwein... Hier war es auch nicht ein Dieb! Er stiehlt hier! Oh Gott, er ist auch wieder instant wach geworden. Da drüben ist ein Dieb! Gut, erstmal hier raus aus dem Ding. Und ich habe ich das jetzt richtig gesehen, dass die jetzt die Schwerter benutzt haben? Was haben wir denn da? Unterhaltung, vorzüglich! Hey du! Ja, ist er gut. Du wurdest beim Stehlen erwischt. Ja, hier kriegst du deine 60. Arme und Beine. Was hast du hier zu suchen? Was ist das wert? Lebensmüde, was? Dreckskerl! Fritz? Jawohl! Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Was macht er denn hier jetzt? Warum greift er denn jetzt die Leute an? Das war doch alles anders abgesprochen. Dreckskerl! Ja. Der stirbt doch gleich. Fritz ist tot, ne? So, wir hatten gespeichert. Ich lade das jetzt gleich nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Ja, aber wo ist denn jetzt diese blöde Kiste? Heilige Maria. Das ist mir jetzt gerade egal, ob die mich jetzt sehen oder nicht. Notfalls werde ich mich jetzt auch gleich zur Wehr setzen. Welche Kiste ist jetzt gemeint? Wo ist dieses blöde Gold drinne? Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass hier 51 Groschen nur sind. Das scheint jetzt hier auch gerade keinen zu interessieren, dass ich jetzt hier sämtliche Kisten einmal durchgucke. Ja, klar, hier ist ein Dieb. Keine Bewegung! Hilfe! Vergib dich! So, Sekunde. Wir machen das mal kurz anders. Schild zur Hand. Machen! Komm her! Verdammt! Was zur Hölle war das? Hilfe! Hier gibt es eine Schlägerei! Verdammte Scheiße! So kriege ich sie nicht kaputt. Na, auch noch von der Seite hier. Ja! So. So, ersten Hammer. Lässt du mal meinen Hund? Du bist tot. Bin ich das wirklich? So. Noch jemand? Ich will jetzt wissen, wo diese blöde Kiste ist. Das kann ja nicht so eine leichte Kiste sein. Ich hatte sie schon offen. Ich habe das aber als normales Geld gesehen. Ich hatte sie beim ersten Mal schon offen. Oh nein, 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 nein. Und dafür mussten jetzt hier ein Wächter sterben und... Okay, machen wir kurz Ladesequenz. Wir tun mal so, als wenn das mal nicht passiert ist. Ich mach mal hier kurz einen Schnitt. So, da bin ich jetzt mal kurz aus dem Schnitt wieder raus. Ich habe mal kurz Revue passieren lassen. Und ja, wir machen es jetzt nochmal. Herrje, was hast du getrieben? Ja, was haben wir getrieben? Sie sind hier. Legen wir los. Wie gehen wir die Sache an? Ich hätte da eine Idee. Ihr beide seid so unauffällig wie eine Herde tobender Wildschweine. Aber ihr könntet sie bestimmt gut ablenken.
Wie? Gut, das geben wir ja mal, das kennen wir ja schon. Auf bald. So. Dann werden wir jetzt hier einmal kurz zur Seite und dann da runter rennen. Irgendwie, irgendwas. Hier war das, ne? So, ich werde auch mal kurz die Fackel abrüsten. Und dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis die beiden quasi den Streit anzetteln. So. Sie fragen, wie lange brauchen die? Wir müssen ja jetzt eigentlich nur schnell rein, öffnen, alles rausholen, wieder gehen. Eigentlich könnten wir es ja jetzt schon schaffen, es ist ja fast keine Bewachung mehr da. Wir wissen ja, in welchem Zelt das jetzt mittlerweile ist. Nein, dich töten! Das war verkehrt, ich wollte ihn umhauen. Ja, jetzt habe ich Rupert getötet. Ich wollte ihn einfach nur umhauen. Damit er mich hier jetzt nicht verfolgt. Das war jetzt, ja... Ganz ehrlich... Jetzt mal, wenn wir schon einmal geladen haben, ich mache hier jetzt nochmal. So, ich hoffe, das wird jetzt der letzte Cut. Ich hasse es zu cutten. Ich werde danach alles schön zusammenschnippeln, aber... Gut, jetzt auf ein neues. Oh Mann. Ich will ihn halt nur umhauen, den Rupert, und nicht gleich töten. Ah, er kommt gerade zurück. Jetzt habe ich mein Timing verpasst. Bisschen so, dass ich ihn noch sehen kann. Das lauernde Chamäleon aktiv. So. Und jetzt umhauen, nicht töten, Heinrich. Der soll nur länger schlafen, mehr nicht. Und jetzt haben wir alles. Er kommt gerade zurück, das ist zu riskant. So. Jetzt dürfte er mich ja nicht gesehen haben. Matthäus, Fritz, was macht ihr denn da jetzt? Begib dich zur Lichtung. Die rennen da jetzt einfach los. Okay. Ist überhaupt nicht auffällig. Nein. Ich renne den jetzt einfach hinterher, weil wir sollen ja eh zur Lichtung. Aber viel Ausdauer hast du aber nicht, Fritz, ne? Kannst mal sehen, was ich alles für dich getan habe, Fritz. Ich habe sogar geschnitten. Oder ich werde noch schneiden, sagen wir es so. Aber das wäre jetzt echt nicht das Ende, was ich jetzt haben wollte. Wenn ich jetzt schon gegen meine Prinzipien komplett über Bord werfe, dann, ne, machen wir es richtig. Dann machen wir es gleich anständig. Hey, ihr habt aber wirklich nicht viel Ausdauer, wa? Ich glaube mal, ich bin schneller, wenn ich mit dem Pferd renne, ne? Ich renne den jetzt einfach mal hinterher. Bis zur Lichtung. Und mir schwant Böses.
Na, Fritz, komm, gib Gas. Hast es bald geschafft. Sei ja schon fast da. Jetzt. Mir zittern die Hände. Teufel, noch eins. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Das war was. Ich zittere immer noch. Scheiße, ich auch. Oh, das war haarscharf. Aber es ging gut aus. Wir sind noch am Leben und haben das Geld. Zeig mal das verfluchte Geld her. Hier ist es. Meine Güte. Ein Drittel gehört dir. Scheiße, ja. Als erstes geben wir uns die Kante. Soll Andreas sehen, was er verpasst hat. Gott sei mit dir. Sakra. Jesus, das war der verfluchte Hammer. Was? Dir hat das gefallen? Na klar, so macht man Kohle. Oh, niemals wieder. Das war verdammt knapp. Wo bleibt sonst der Spaß? Fritz, wie wir ihn kennen und lieben. Genau, bis zum bitteren Ende. Also, zeig uns das Geld. Hier ist es. Ich glaub's nicht, wir sind reich. Haha, das sind wir. Ich verbringe die ganze Woche im Badehaus. Scheiße, den ganzen Monat mit jeder verfluchten Zuberdirne der Provinz. Gott sei mit dir. Okay, wir haben 1000 Groschen erhalten. Stein und Gold abgeschlossen. Es scheint aber doch ganz gut ausgegangen zu sein. Kurioserweise. Das fiel jetzt also nicht auf, dass wir drei da jetzt einfach jetzt mit einem Haufen Geld arbeiten. Dass ich die Leute, also das Pferd vergiftet wurde. Und. Das fällt jetzt keinem auf. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich guck nochmal kurz rein hier. Questlog? Ne, das war's jetzt auch. Jetzt können wir nochmal gucken, ob er jetzt da nochmal was Brisantes hat oder ob wir sie jetzt vielleicht doch schon nach Privislavis kriegen können. Hey, was ist denn mit dir passiert? Hey, was hältst du davon, nach Privislavis zu ziehen? Ich habe dort jetzt das Sagen und hätte Arbeit für dich. Arbeiten im Wald? Soll ich Tannenzapfen sammeln? Du könntest beim Gebäudebau helfen. Zum Teufel damit. Was hat mir redliche Arbeit je gebracht? Wir haben auch eine Schenke. Ah, das hört sich schon besser an. Das Lehren von Humpen ist mein Steckenpferd. Du kannst auf mich zählen. Abgemacht. Auch wenn ich es bereuen werde. Okay. Ritz konnten wir jetzt somit überzeugen. Das heißt, ja, verdammt. Wir können auch Matthäus überzeugen. Wir müssen ihn nur einholen. Wenn er noch hier ist. Ja, da vorne rennt er. Brrrr. Herrje, was hast du getrieben? Hör mal, Matthäus. Ich verwalte Privislavis. Möchtest du nicht dorthin umsiedeln? Wir haben genug Arbeit für alle. Wie viel Arbeit? Eine Menge. Sei deswegen nicht in Sorge. Heinrich, genau deshalb bin ich in Sorge. Das war ja klar. Aber wir haben dort auch eine Schenke. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Auf dich kann ich immer zählen, Kumpel. Ich mach mich auf den Weg, ja? Ja, tu das. Aber vergiss nicht, du wirst dich ranhalten müssen. Aber natürlich, noch eine Schenke zum Leertrinken. Okay. Unter Freunden. Okay. Sogar noch ein Erfolg freigeschaltet. Cool. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal den klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.